Gottes hören und es befolgen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, das kann man leicht sagen. Ja, ich höre auf das Wort Gottes und ich befolge es. Woran kann man es ermessen, dass man wirklich das Wort Gottes hört und es befolgt? An dem, wie der Heilige Geist in und durch einen Menschen wirkt, in der Weise, wie durch den Heiligen Geist Christus durch einen Menschen präsent ist, umso sehr ist sichtbar, ob da wirklich ein wahrer Gehorsam ist. Und das war bei der Gottesmutter im vollsten Sinn. Und wir sollen ihr nachfolgen. Die Gottesmutter ist sozusagen die Antwort der Kraft und Gegenwart Gottes auf unsere Zeit, in unsere Welt. Warum sage ich das? Weil das Dogma der Himmelfahrt Mariens aufgrund der fast einstimmigen Bitte aller Bischöfe der ganzen Welt vom Papst ausgerufen wurde. Im Jahr 1950. Das heißt, genau an der Schnittstelle, wo die großen antichristlichen Diktaturen jetzt einmal kurz Pause gehabt haben, der Nationalsozialismus, der Kommunismus, aber er hat sich aufgebaut. Dann der Konsumismus von Amerika her, alles was so mit Weekendkultur, Wohlfühlen, Fun, Spaß, Spaßgesellschaft, das Genießen im Vordergrund, eine Pseudo-Religion, wo man Erlösung sucht im genießenden Hier und Jetzt. Und eben auch der wirtschaftliche und wissenschaftliche Fortschritt in den Dingen, die erfunden wurden. Der große Aufbruch der Menschheit nach dem Zusammenbruch des Zweiten Weltkrieges hin in eine neue, glorreiche Zukunft, die Gott nicht mehr braucht. Und wie sehr hat gerade auch dann die 68er Generation und schon vorher die Gottesmutter in den Dreck gezogen. War nicht nur die Gottesmutter, sondern
diese Perspektive. Worin findet der Mensch wirklich Erfüllung? Wo findet der Mensch sein wahres Menschsein? Wo findet diese Existenz wirklich das, wo es eigentlich hinstrebt? Nicht in den Ideologien, nicht im Fortschritt, nicht im Genießen. In Gott allein. Schauen wir an, wie viele Menschen auch heute das Glück, die Erfüllung ihres Lebens in vielen anderen Dingen suchen. Und bei sehr wenigen haben diese Dinge mit Gott zu tun. Meistens sucht man es erst dann bei Gott, wenn alle anderen Stricke reißen, sozusagen. Nicht, dann hilft nur noch der Strick, sondern dann hilft nur mehr die Schnur des Rosenkranzes. Christliche Glaube, der katholische Glaube, der Beichtstuhl, die Gottesmutter, der Gehorsam unter die Gebote, die heilige Eucharistie. All das zusammengefasst in diesem großen Fest der katholischen Kirche, Maria Himmelfahrt. In ihr findet wirklich die menschliche Existenz ihre Vollendung. In Gott, sie ist uns vorausgegangen, in ihrem Gehorsam Gott gegenüber, in ihrer inneren Reinheit, in ihrer Jungfräulichkeit, in ihrer Demut, in ihrem Gehorsam, in ihrem Raum geben dem Herrn, in ihrer ganzen Existenz. Sie ist der Mensch, den Gott uns schenkt, der diese Erlösung, die er uns allen zuteil werden lassen möchte, schon gegenwärtig setzt. Deshalb hat sie auch Jesus empfangen können. Ein Mensch, der von der Erbsünde gestreift nur ist, wäre in seinem Ja dem Herrn gegenüber, und wenn es nur ein bisschen wäre, eingeschränkt. Ein Mensch, der in seiner Liebe zum Herrn nur ein bisschen getrübt wäre, würde den Herrn nicht mehr wirklich lieben. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns ganz eins machen mit der Gottesmutter, damit wir unsere christliche Berufung wirklich begreifen und verwirklichen. Erst in der typisch marianischen Liebe zum Herrn wird auch das Wort Gottes in uns Frucht bringen. Und das ist es auch, was ich schmerzlich vermisse bei den evangelischen Christen, die diese Liebe zur Gottesmutter und die Liebe der Gottesmutter zu ihrem Sohn nicht in sich tragen, ja gar nicht in sich tragen können. Dabei ist gerade diese Liebe das Ursprünglichste, das dem Herrn Raum gegeben hat in seiner Menschwerdung. Und wenn das Wort Gottes in uns und durch uns auch Mensch werden möchte, so ist diese Liebe, diese marianische Liebe, die Grundvoraussetzung. Jesus möchte in uns und durch uns neu in unsere Heimat kommen, ja in ganz Europa. Maria ist der Weg dorthin. Das hat man schon 1950 erkannt. Das weiß die Kirche seit den ersten Jahrhunderten.
Maria Himmelfahrt wird schon im 2. Jahrhundert gefeiert. Man hat es nie jemandem erklären müssen. Es wurde gefeiert in Hymnen. Hymnen waren Loblieder. Es war nicht eine Frage, wo man theoretisch was erklärt. Man hat es in Festen jubiliert. So überzeugt war man. Und so ist Maria ganz besonders heute der Weg des Herrn zu uns. Amen. Vergelt's Gott.